Holla ho! Was trägt sie groß auf ihrem Kopf? Was Sachen und was Riesentopf? Geschichten sind in diesem Hut. Es war einmal eine Mutter, die lebte allein, mit ihren zwei Mädchen allein. Marie und Marie. Und eines Tages klopfte die Mutter an die Türen ihrer beiden Töchter, Marie und Marie. Marie! Ah, schreck mich nicht! Kind am Brunnen, Wind gesprungen, Augen rund gesungen. Das Mädchen plötzlich Stimmen. Ach, oh, zieh uns raus, sonst verbrennen wir. Oh. Es ist soweit. Höchste Zeit, das Brot ist gut. Vorsicht, Marie. Mut. Oh. Das dauert, oh Mann, egal, bleib faul, du kommst schon noch an auf der bunten Brunnenwiese. Flutsch. Märchengrüße von der Wiese.
ich sage, nix für mich, nix für mich und langweilig. Ich komme auch ohne das aus. Ich brauche kein Gold, ich brauche kein Geld. Ich träume im Bett von meiner Welt. Das ist auch schon die ganze Geschichte. Mir geht's gut. Sagen Sie, wenn gehört wurde, abfüllen. Mir. Ich will jetzt nach Hause und schnell meinen Lohn. Arme Pechmarie, das geht doch nie wieder ab. Und das Pech ist fest an ihr hängen geblieben und wollte zur Strafe ein Leben lang nimmer abgehen. Kikeriki! Geschrieben. Das glaub ich nicht. Denn Frau Holle webt die Wolle der ganzen Geschichte immer wieder neu.